Willkommen! My name is Sean Huggins. I'm an American living in Germany, and on this channel, I'm looking to learn all about life in Germany and Europe in general through watching silly videos and stuff on the internet with you guys. So if you enjoy, consider subscribing. We got new videos every single day, and let's just hop straight into it. So today I'm checking out a new German YouTuber, at least for me. My buddy just sent me this guy, and this is the last video that he had on his channel at the time of recording this, so let's see what happens together, I guess. This guy is InScope21, and yeah, I don't really know what to expect, but I guess we're going to be talking about the Johnson sizes here, so let's get into it together, shall we? Guten Morgen, guten Mittag, oder auch Modelle. Leute, ich muss wirklich sagen, ich bin begeistert. Wow, this dude has crazy energy. Oh, man. Was für schöne Kommentare ich unter dem letzten Video gesehen habe. Wenn ihr jetzt noch einen Daumen nach oben da lassen könntet, dann wäre ich euch wirklich nicht verbunden. Liebe Leute, auf YouTube kursieren diverse Videos, nicht unter anderem von meinem guten Kumpan und Kollegen Tomatolix. Falls ihr einen Penis habt, habt ihr euch bestimmt auch schon mal gefragt, ob der nicht zu klein ist. Wie zufrieden bist du mit meiner Johanna? Wow, this video is off to the races already. We went 0 to 100 as fast as humanly possible. We're just getting straight into it, and we're in there, so I don't even know what to think already. This is already crazy. Yeah, it's okay. It's positive. Macht euch nicht zu viele Gedanken über den Johannes. Nein, 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 sondern die meisten sind Patienten, die eigentlich eine ganz normale Ausgangslänge haben und sagen, für meine Lebensqualität wäre das wichtig, dass das ein bisschen mehr ist. Ganz oft höre ich das Thema Sauna, Dusche, okay. Schwimmbad. Ist es euch wichtig, dass ihr in der Sauna einen dicken Cock habt? Also jetzt mal real rap. Oh Mann, Alter, der hat da drüben aber schon einen richtig dicken Cock hängen. Jungs, ich bin euch ehrlich, ihr könnt einen normalen Kommentar schreiben, hinterlasst nur irgendwo eure Zahlen. Im bereiten Zustand 14. Kriegen unsere Patienten zum Beispiel auch dieses Streckgerät mit? So, ich sage immer der Waffenkoffer. Ja, deswegen habe ich ja diverse Verlängerungen. Naja, aber ich bin gespannt, was es auch noch für andere Arten der OPs gibt. Bro, wow, this is very informative. I'm learning so much already. Ich meine, es muss jetzt nicht unbedingt immer so was Extremes sein, wie zum Beispiel jetzt eine Kopfvergrößerung. Es kann auch was ganz Banales sein, wie zum Beispiel eine Faltenglättung. Ich nehme an, dass es ein Mann ist, Patient zwischen seinem Skrotum, also seinem Hodensack, und dem Anus, dem Poloch, wollte er eine Vagina. Absolut, auch darüber hatte ich schon öfter mal nach. Ich hätte gerne einen größeren, weil ich es einfach geiler finde. Die Motivation ist, auf einen größeren Schwanz blicken zu können und auch einen größeren Schwanz in der Hand zu haben. Und mir ist es jetzt ganz besonders wichtig, in nächster Zeit durchzuziehen und körpertechnisch wirklich wieder zur Höchstform aufzusteigen. Damit wirklich die Leute da draußen auch einfach mal sagen, krass, Nico hat wirklich einen krassen Körper. Nico hat irgendwie so einen voll goofy Körperbau, oder? Ich habe so das Gefühl... Bro, sein Körper geht irgendwie so. So sieht Nico aus. I don't know, Bro. Oh, that is disrespectful, man. Kevin, danke dir für deine motivierenden Worte. Jetzt mal eine ganz allgemeine Frage. Was macht ihr gerne am Wochenende? Ich zum Beispiel setze mich ganz gerne raus auf den Balkon und erzähle die verschiedenen Wolken. Deine geht gerne Sportwagen fahren am Wochenende. Ich miete mir private. Verstanden? Keine weiteren Störungen. Kann ich mit einer Armbanduhr, die es mehr kostet, mit einer U-Bahn fahren. Das klappt. Absolut richtig. Ich habe es persönlich selber schon öfter probiert, mit meiner Rolex in die Bahn einzusteigen. Da gibt es ganz spezielle Armbanduhr-Kontrolleure. Das Klima. Wenn es denen, die am meisten verbrauchen, egal ist. Söhne ist auch Söhne. Ne? Da muss man ja auch ein bisschen mit Präsenz kommen. Das ist ja jetzt, wenn man da jetzt mit der Deutschen Bahn kommt, das ist ja auch ein bisschen lächerlich. Ne? Bro, what is this guy's hair right here? Yo, what the f- dude, this guy's hair is crazy. Holy crap, dude. He can swim on those waves. Spaß. Der kam so gut an wie meine Witze immer. Man sieht die CO2-Angaben. Dude, this guy is so good. He's freaking hilarious. Aber ein Kilogramm überhaupt, das... Also ich kann mir ja nichts vorstellen, was ich nicht in der Hand habe, was im Kilogramm angegeben wird, sag ich mal. Ne? Sehr gute Aussage von dem Dude im Hintergrund. Mein
wie willst du dir das vorstellen, wenn das in Kilogramm angegeben ist? Die richtige Angabe wäre gewesen in Newton. So einfach so einen kleinen Geschmacksteaser, das reicht mir. Dann kannst du auch weg. Wenn man jetzt hier so ein bisschen Kaviar wegschmeißt, das ist ja... Das ist ja eh nur Eier. Den Kaviar? Oh ja, bring da bitte mal 10 Dosen mit. Ich würde da ganz gerne 8 einfach ablaufen lassen, weil ich meine, wir essen den ja sowieso nie auf, oder? Mit dem Helikopter, na, das ist so super. Sowas ist natürlich... Wow, dude, these guys got it figured out. These are the super rich guys here in Germany, you can tell. Wow. Ron? Bist du es? Ich lebe mein Leben, ich bin glücklich und alle anderen sind mir scheißegal. Leider ist das so ein egoistischer Gedanke, den man vielleicht nicht so zugeben will als Person, aber wenn man mal ganz ehrlich tief in sich reingeht, ist es so. Ne? Ja, Digi, vielleicht sollte dir nicht jeder extrem viel bedeuten. Vielleicht sollten dir mal in deinem nächsten Umfeld die Leute, die du um dich rum hast, was bedeuten. Und mein Lieber, du bist noch jung, es werden noch andere Seiten des Lebens bei dir auf dich zukommen, wo du mal ein bisschen Zeit hast zu reflektieren. Glaub mir, es ist immer wieder wichtig und schön, Menschen in seinem Leben zu haben, die einem nicht scheißegal sind. Weil wenn du dir selber der Nächste bist und du dir selber die einzige Person bist, die dir wichtig ist, dann hast du im Leben niemanden. Und dann bist du verdammt alleine. Denk über die Worte nach, mein Dude. Wenn wir beim Thema Wohlstand sind, liebe Leute. Ich habe gesagt, dass in München gibt es ein Zimmer für 17.000 Euro die Nacht. Eine kleine Vorspeisenvariation. Wow. So wie ich ins Motel One gehe und meine 100 Euro bezahle für eine Nacht, okay? What? Geht der in dieses Hotel und zahlt 17.000. In Ordnung, ist ja ihm gegönnt, ne? Das Hotel führt Präferenzlisten seiner VIP-Gäste. Das sind die Vorlieben der Superreichen. Die haben einfach eine vorbereitete GFS für den, wo die vorne vortragen, welchen Champagne der Typ am liebsten am Poppen ist, Digga. Ja, ich hab das Gefühl, manchmal bei dem Service, wo ich Motel One krieg, die machen das auch bei mir, ehrlich. In Scope 21. Ach du Scheiße, das ist der. Leute, jetzt müssen wir gerade rechts sehen. Ihren Feierabend, dass er mal dem Typen die Bälle nicht spezieren, ist schon mal klar, ja? Minibar auch komplett leer. Sagen wir mal ganz eine Sache. Den Typen pfeifen um 7 Uhr morgens aus dem Bett. Schaut wie immer bei uns im Ola Kalascha vorbei. Es gibt noch ein paar T-Shirts und vor allem Tanktops, liebe Leute. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ich bin gespannt auf eure Rückmeldung zu diesem Video. Und liebe Leute, wie immer, ihr kennt es. Jetzt werde ich mir erstmal eine Dose Kaviar gönnen und... Oh my god, the ending scared me. Dude, wow. That was such a whirlwind of emotions. Dude, I was not expecting the pacing or the energy in that video. In Scope 21. Dude, this guy is freaking crazy. This is a crazy man. I'm in though, dude. I'm in. I'm watching more of this guy for sure. He is so funny. Wow, that's great. But at any rate, I hope you guys enjoyed. If you did, leave a like and a comment down below. Consider subscribing if you haven't already. We got new videos every single day. If you're watching all the videos, you might as well just subscribe. But that's all the time I have for today. Thank you guys so much for being here. And as always, I'll see you guys tomorrow. Peace.